So Leute, ich habe Urlaub. Endlich habe ich Urlaub. Es ist mein Sommerurlaub, den ich jetzt hier im September bei 9 Grad Außentemperatur heute antrete. Ich habe Wochenende und Urlaub gleichzeitig. Und ich war gerade einkaufen im Edeka und habe festgestellt, dass es wieder Volksfestzeit ist. Das bekannteste Volksfest der Welt wahrscheinlich ist ja bekanntlich das Oktoberfest in München. Aber es werden natürlich auch andere Feste gefeiert. In Stuttgart zum Beispiel Wasen oder so ähnlich. Ich glaube, das ist auch ein Volksfest. Ja, solche Sachen. Und ja, das ist nicht so meins. Zu viele Menschen, zu viele Besoffene. Das muss ich persönlich nicht unbedingt haben. So Volksfeste. Aber was ich gern mag, das sind die Volksfestbiere. Und davon habe ich mir ein paar gekauft. Ich glaube, ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, aber auch wieder gelöscht wahrscheinlich. Ich habe es gerade nicht gefunden auf die Schnelle, weil es keinen interessiert hat. Nichtsdestotrotz, ich stehe total auf Volksfestbiere. Ich werde euch auch gleich erklären, warum. Und ja, ich habe mir jetzt eben drei rausgesucht und die wollen wir heute mal verkosten. Das heißt, ich verkoste die wahrscheinlich alle nicht an einem Tag, aber ich zeige euch mal, um was für Biere es sich handelt und erkläre euch dann auch gerne mal, wie es mir geschmeckt hat, im Nachgang. Kommen wir zu den Bieren. Schon mal ein Volksfestbier. Fürs Leben gerne ein Stuttgarter Hofbräu Volksfestbier. Das Bier zum Fest. Gucken wir uns an, was da sonst noch draufsteht. Also das Bier zum Fest zu Ehren der Cannstatter Volksfesttradition und deren Begründer König Wilhelm I. und Königin Katharina von Württemberg mit ihrer Gastkapelle als Symbol unsterblicher Liebe. Bier, Zutaten, Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, dann Energiewerte. Alle Nährwerte findet man auf der Webseite Stuttgarter Hofbräu AG in Stuttgart hergestellt. Sehr starkes Bier, 5,5% Volumen. Das Stuttgarter Hofbräu. Dann habe ich ein Wulle-Bier mir besorgt. Wulle ist an sich ein sehr gutes, helles Bier, das ich ganz gerne trinke, relativ mild. Da gibt es auch eine Festbier-Variante. Mit großer Vorfreude auf das Cannstatter Volksfest wurde dieses ganz besondere Festbier eingebraut, für jeden Grund zum Anstoßen gemacht. Zu Hause mit guten Freunden oder bei ihrem Besuch im Bulle-Festzelt Göckelesmeier. Hier ist Vollbier, Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, genau das gleiche. 5,6% sogar, das ist noch stärker wie das Volksfestbier. Und zu guter Letzt haben wir noch das Dinkelacker. Familienbrauerei Dinkelacker, auch ein Volksfestbier. Diese würzig-frische Festival-Bier-Spezialität von kräftig goldener Farbe wird jedes Jahr eigens für die Wasenzeit eingebraut. 100% regionale Zutaten, ein besonderes Brauverfahren und die Leidenschaft unserer Braumeister sorgen für ein unverwechselbares Geschmackserlebnis. Hier stehen auch noch ein paar zusätzliche Infos drauf, nämlich die Stammwürze ist hier angegeben, 12,7% und der Alkoholgehalt 5,5%. Als Familienbrauerei mit langer Tradition fühlen wir uns der Region besonders verbunden. Deshalb verwenden wir auch nur ausgesuchte heimische Zutaten. So erhalten unsere Bierspezialitäten ihren unverkennbaren Geschmack. Und auch da ist nur Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen drin. Also sehr basic anscheinend die Biere. Sehr stark die Biere. Und ich finde sie oft auch sehr süßlich. Also die schmecken so wie helle Biere oder Exportbiere. Und deswegen trinke ich die auch sehr gern, weil man sie eben gut trinken kann, weil sie sehr süffig sind und gleichzeitig sind sie sehr stark und ich glaube, ich fange tatsächlich mit dem Dinkelacker an und dann probiere ich mich hier mal durch. Das Dinkelacker, also Familienbrauerei Dinkelacker und wir machen es mal auf. Ich kurz die zweite Hand und dann sieht das so aus. Und das wird jetzt wie gesagt mal verkostet. Mein erster Schluck Bier heute. Schmeckt
Schmeckt jetzt weit weniger kräftig, als ich erwartet hätte. Schmeckt so ganz, also nicht wie ein 5,5% Bier auf jeden Fall. Schmeckt wirklich mild, überhaupt nicht stark. Ich finde es unglaublich mild. Schmeckt gut, schmeckt fein, schmeckt lecker, aber viel zu mild. Also, das ist nicht negativ gemeint. Es schmeckt total gut, extrem süffig. Man kann das trinken wie Limonade und schmeckt überhaupt nicht bitter im Abgang. Erinnere mich auch an dieses Bier, was ich hier auf dem Kanal mal getestet habe von Torben Geh mal Bier holen, heißt das Video, glaube ich. Weiß gar nicht mehr, wie der Influencer heißt, habe ich gerade vergessen. Erinnere mich stark daran. Also, das schmeckt anders. Das ist nicht das gleiche Bier, aber das war auch so mild, fand ich. Na gut, das soll es erstmal gewesen sein für dieses Bier. Wir sehen uns beim nächsten wieder. So, ich bin inzwischen beim letzten der drei Biere angekommen. Das hier habe ich gestern getrunken, das Stuttgarter Hofbräu Volksfestbier. Ja, das war auch relativ süffig. Hatte irgendwie einen komischen Unterton. Hat auch nicht so stark geschmeckt. Sehr süffig halt, sehr, sehr wässrig. Das Charakteristischste finde ich jetzt eigentlich das Wulle. Das schmeckt relativ speziell. Schmeckt auch so, ne? Wie so ein Export, wie so ein helles, also ganz mild eigentlich, obwohl es mit Abstand das stärkste ist. 5,6 Umdrehungen sind da drin, aber das schmeckt eigen. Das finde ich ganz gut. Das Dinkelacker fand ich auch okay, aber auch sehr dünn und sehr speziell und sehr nichtssagend auf eine gewisse Art und Weise und gleichzeitig auch sehr fein. Wie gesagt, das Wulle ist für mich das stärkste jetzt von den drei Sorten. Mal gucken, es gibt ja noch andere Brauereien, ob sich da in nächster Zeit noch mehr findet. So an Oktoberfestbieren und dergleichen. Für den Moment soll es das aber gewesen sein. Hinterlasst mir gerne ein Abo und oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Konstruktiven Kommentar nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.